Grüezi miteinander und ganz herzlich willkommen im Basler St. Jakob Park, also zur Übertragung von dem alles entscheidenden Qualifikationsspiel für die Europameisterschaftsendrunde 2004 zwischen der Schweiz und der Republik Irland. Und die 12 Punkte sagen natürlich auch aus, dass es die Schweiz in den eigenen Füßen hat, heute sich direkt zu qualifizieren, nämlich mit einem Sieg gegen Irland. Ja, es ist klar, die Schweizer müssen offensiv spielen. Der Sieg ist wichtig heute. Sie müssen gewinnen, weil auf einen Sonnenschein dürfen sie sich nicht rauslassen. Irische Fans, die natürlich auch hoffen, dass alles gut kommt. Matthias, ich gebe jetzt auf, weil ich kann mich nicht mehr retten da. Und der Zweite, der steht unten auf dem Feld, und zwar an einem Ort, wo er auch im 94 an der WM in den USA den Böller gesetzt hat für diesen Freistoß. Der Georges Prégi ist es. Ja, der Schweizer gewinnt natürlich wie viel. Spielt keine Rolle. Im Prinzip muss ein Goal mehr sein als der Gegner. Jetzt möchte ich noch mal schnell schauen, Georges Prégi, was sie noch drauf haben. Bitte. Es kommt dazu, dass eben der Kübi Kuhn auch aus dem Bauch entscheidet. Und da muss man ihm zugestehen. Trotzdem, meine Ansicht, Streller eigentlich vom Anfang an. Es wird sicher ein sehr heißer Moment, aber ich glaube, im Spiel da merkst du nicht. Du hast eigentlich, wenn du den Ball am Fuß hast und dann aufs Goal läufst, ein scheiß Ziel, um das Goal zu treffen. Ihren Resultat für unser heutiges Spiel? Wir gewinnen 2-1. Jetzt, wir haben gehört, Jörg Stiel ist im Goal. Ist das gut? Es überrascht mich ein bisschen. Ja. Ich denke, vor dem Basler Publikum spielt der Zuberbühler. Aber der Köbi hat das entschieden. Und es wird wohl gut sein. Ja. Alles ist bereit. Und ich kann mit Genugtuung vermelden, dass dem Hakan sehr gut geht. Ist das nicht ein fantastischer Anblick? Sehr gute Kontrolle des Spiels durch die Schweizer. Vicky, Alex Frey. Und Jakin! 1:0, sechste Spielminute. Was für ein Start für die Schweizer. Hakan Jakin bringt die Schweiz 1:0 in Führung. Schauen Sie, Alex Frey, dann der Abwehrfehler von Breen war es. Und Hakan Jakin profitiert. Nein, es war nicht Breen, es war Matt Holland, egal wer es war. Hakan Jakin, Tor 1:0 für die Schweiz. Es grenzt an ein medizinisches Wunder, dass er auflaufen kann. Und dann bringt er gleich die Schweiz in der sechsten Minute 1:0 in Führung. Ja, besser kann die Schweiz gar nicht in ein Spiel starten. Also hier noch einmal. Die Vorarbeit von Alex Frey, der Fehler von Matt Holland und dann Hakan Jakin, der von diesem
Fehler profitieren kann. Ja, ein kleines Fußballmärchen. Ein kleines Fußballmärchen. Man hat viel darüber diskutiert, gesprochen. Warum kann die Schweiz die Führung nie behalten? Chapuisat! Oh la la! Tieren in großen Nöten! Ja, richtig so, nachsetzen jetzt! Sehr gutes Kombinationsspiel der Schweizer. Und der Abschluss von Alex Frey. Frey, Akanyakin, sein linker Fuß. Ein Versuch war es allemal wert. Zwischen den Beinen durchgespielt und der Konter. Given gefordert. Ja, Alex Frey wäre da gewesen. Guter Ball auf Alex Frey. Jetzt aber gilt unsere volle Konzentration und Aufmerksamkeit dem Freistoß. Und dort steht der Spezialist, Hakan Yakin. Die Höhe war gut. Ein Ball für Alex Frey. Was hat er vor? Der Direktschuss, aber gut in die Ecke getaucht ist. Scheigeben. Der Torhüter von Newcastle United. Hat Freys Absicht durchschaut. Akanyakin, ja, guter Pass auf Alex Frey. Immer noch Frey. Legt zurück auf Huckel und der Schwung ist etwas weg. Aber die Schweizer weiterhin im Ballbesitz. Mit Chapuisat, der Vicky mitnimmt. Und Vicky mit einem Kunstschuss. Mit einem veritablen Kunstschuss. Super Aktion von Raphael Vicky. Sicherlich gut, das Spiel jetzt etwas zu beruhigen. Ja, gute Ballstaffette, Vicky. Unmarkiert und Chapuisat und Frey. Jawohl! 2-0. Hey, super! Yes! Der Abstauber, Alex Frey. Tor Nummer 5. Jawohl, 8 Jahre sind genug, aber Vorsicht. Noch ist der Käse nicht gegessen, aber die Schweiz ist auf gutem Weg. Auf sehr gutem Weg. Chapuisat, sensationell, wie er hochstieg. Die Vorarbeit von Vicky. Hier, gut das Timing. Und Given konnte nur abklatschen lassen. Und das ist eben ein Goalgetter. Alex Frey zur Stelle. 2-0. Ja, betretene Gesichter bei den irischen Fans. Und hier der Gegensatz. Streller. Vorbei an Given. Kein Foulspiel, entscheidet Schiedsrichter Frisk. Den Schönheitspreis gewinnt er nicht mehr unbedingt mit dieser Verkleidung, Jörg Stiel. Hauptsache, er hält seinen Kasten dicht.
und ist jetzt gefordert bei diesem Eckball von Hart, der zum Tor hinkommen wird wahrscheinlich mit dem linken Fuß, jawohl. Und Stiel ist auf dem Posten gegen Robbie Keane. Ullala, heiße Szenen jetzt, ganz heiße Szenen. Hier noch einmal. Dribbelkünstler Jörg Stiel gegen Superstar Robbie Keane. Eine Szene fürs Videoalbum von Jörg Stiel. Könnt ihr mir gut vorstellen, ja, frei, wird sofort aus dem Spiel genommen. Bei den Ersatzspielern steht mittlerweile auch Ricardo Cabanas, der gesperrt war nach seiner Dummheit von Moskau. Und jetzt der Wechsel. Alex Frey hat auch heute wieder sein Tor gemacht, das 2:0. Und jetzt also Anschau für die letzten Minuten. Lasst euch nicht erdrücken. Wir kommen. Jawohl, Portugal. Die Schweiz kommt. Ich hoffe aber, dass der Schiedsrichter dieses Spiel hier bald einmal abpfeift. Noch eine Möglichkeit für die Iren. Vielleicht die letzte. Ja, es ist aus. Es ist geschafft. Die Schweiz fährt nach Portugal. Meine Damen und Herren, es ist vorbei. Sensationell. Er hat eine Gruppe gebaut und er hat damit Erfolg gehabt. Köbi Gunn und sein Captain Jörg Stiel. Wirklich wacker geschlagen. Die ganze Woche muss ich einen riesen Dank an die Medizin hier und natürlich ganz besonders am Bühlmann Dankeschön sagen, dass sie eigentlich nach einer Woche mir so viel gebracht haben. Ja, ja, gestillt, haben Sie den Reisebüro für Portugal schon gekauft? Nein, sicher nicht. Also ich kenne die Algarve ein bisschen von der Trainingslage in Deutschland, aber bis heute hat mich eigentlich Portugal weniger interessiert. Sind Sie überrascht, Sie schlussendlich von dieser Leistung, die die Mannschaft auf dem Platz gezeigt hat? Soll ich wirklich etwas dazu sagen? Ja. Man hat so viel geschrieben, man hat so viel Intelligenz gelesen diese Woche. Da sollen doch die das wieder beurteilen, die so Haufen gutes Zeug geschrieben haben diese Woche. Ja, Köbi Kuhn. Jörg Stiel hat es gesagt, welch großen Anteil Köbi Kuhn am Erfolg dieser Mannschaft hat.